Der Marinelenkflugkörper RBS-15 MK3. Der Lenkflugkörper ist die Hauptbewaffnung der deutschen Korvetten und kann gegen Schiffe und Landziele eingesetzt werden. In La Boe an der Ostküste der Kieler Förde liegt eines der größten Munitionsdepots der deutschen Marine. An einer etwa 100 Meter langen Pier können die Kriegsschiffe zu beiden Seiten festmachen, um mit Munition versorgt zu werden. Die Korvette Erfurt verlegt zu einem Übungsschießen vor der norwegischen Küste. Im Munitionsdepot La Boe wird sie dafür aufmunitioniert. Eine Sicherheitsbelehrung über den korrekten Umgang mit Munition gehört beim Bunkern zur vorgeschriebenen Bordroutine. Im Schießgebiet oberhalb des Polarkreises im Norden Norwegens soll speziell der scharfe Schuss mit Lenkflugkörpern geübt werden. Auf die Erfurt werden Seezielflugkörper vom Typ RBS-15 MK3 verladen. Er wird hier als Container, als ganzes System ausgeliefert. Aber in den Teststationen, in den Rezertifizierungsanlagen, kann er auseinandergenommen werden und wird dann verpackt und transportiert und bei uns ins Depot, ins Munitionsversorgungszentrum La Boe eingebracht und gelagert. Das fast 5 Meter lange Geschoss befindet sich einsatzfertig in einem Transportcontainer. Aus dem heraus wird es dann auch abgeschossen. Das Gesamtgewicht rund 1,7 Tonnen. Der Seezielflugkörper RBS-15 ist die Hauptbewaffnung der hochmodernen Korvetten der Braunschweig-Klasse. Neben den scharfen Lenkflugkörpern setzt die Marine auch sogenannte Telemetrieversionen ein. Diese haben statt eines Gefechtskopfes eine empfindliche Sensorik, die bei Übungsschießen zahlreiche Daten über das Verhalten des Flugkörpers analysiert. In Echtzeit. Die deutsche Marine nutzt die dritte Version des in deutsch-schwedischen Kooperation hergestellten Flugkörpers RBS-15. Eine vierte Generation ist bereits in der Entwicklung. Der Startbehälter mit dem Lenkflugkörper wird auf einem der beiden Startgestelle der Erfurt montiert. Über Datenkabel wird er dann mit der tief unter Deck liegenden Operationszentrale verbunden. Die Waffe ist nun einsatzbereit. Der RBS-15 ist gut 4,5 Meter lang und hat einen Durchmesser von 1,5 Meter. Das Gewicht liegt bei 800 Kilogramm. Davon entfallen 250 Kilo auf den Gefechtskopf. Angetrieben wird der Zielflugkörper von 2 Feststoffboostern und einem Turbojet-Triebwerk. Damit erreicht er rund 0,9 Mach oder rund 1100 Stundenkilometer. Die Zielführung erfolgt über GPS-Satellitennavigation und einen aktiven Radarsuchkopf für den Endanflug. Alle Hauptwaffen der Korvette werden aus der Operationszentrale des Kriegsschiffs heraus bedient. Hier laufen alle verfügbaren Informationen zusammen. Aus allen gewonnenen Daten wird hier ein exaktes Lagebild erstellt und im Ernstfall der Feuerbefehl für die einzelnen Waffensysteme gegeben. Der Flugkörper bekommt außer OPZ durch den Bediener seine Zieldaten. Im Anschluss wird der Feuerknopf betätigt. Das Signal wird zum Flugkörper geleitet und er verlässt seinen Startbehälter. 5, 4, 3, 2, 1. Feuer ist bereit. Verantwortlich für den Waffeneinsatz ist der erste Wachoffizier an Bord, der in der Operationszentrale das Kommando hat. 2 Feststoffbooster schießen den Lenkflugkörper aus dem Startbehälter und beschleunigen ihn auf mehr als 850 Stundenkilometer. So kann das Turbojet-Marschtriebwerk schneller die Angriffsgeschwindigkeit von mehr als 1000 Stundenkilometern erreichen. Gegen elektronische und pyrotechnische Abwehrmaßnahmen eines Gegners ist er nahezu unempfindlich. Was auch vorteilhaft ist bei dem Lenkflugkörper, der für die Marine eingesetzt wird, auch für deutschen Korvetten, dass er auch flach oder über der Oberfläche agieren kann und somit relativ schwer aufspürbar ist für andere, ja, in dem Fall Gegner. Der Flugkörper nutzt ein bordeigenes Radar und ein Trägheitsnavigationssystem,
kombiniert mit GPS-Navigationsdaten. Das ermöglicht einen gleichzeitigen Angriff mehrerer Flugkörper aus unterschiedlichen Richtungen und Höhen. Das ist natürlich auch die Grundlage. Je mehr ins Ziel gebracht werden, je mehr auch entsprechend ins Ziel orientiert werden, umso weniger kann man ihn bekämpfen. Um schwerer geortet und bekämpft zu werden, sendet der Flugkörper immer geringer werdende Radarimpulse aus, je näher er seinem Ziel kommt. Die exakte Reichweite ist geheim. Man schätzt aber, dass der RBS-15 MK3 Ziele in mehr als 200 Kilometer Entfernung zerstören kann. Dies sind in erster Linie hunderte Millionen Euro teure gegnerische Kriegsschiffe. Der Seezielflugkörper kann aber auch gegen Ziele an Land eingesetzt werden, zum Beispiel Flugabwehrstellungen oder Kommunikationszentralen. Alles Hochwertziele, die in einem militärischen Konflikt besonders wichtige Aufgaben erfüllen und bei einem Verlust den Gegner empfindlich schwächen können.